Wie man ein Surfer wird. Ganz einfach. Nenn dich V03. Ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall ein recht langer Weg dorthin. Sprich, bringt ein bisschen Zeit mit. Okay? Ja. Schön, dass es den Teleporter hier gibt. Und wir den erst viel zu spät bemerkt haben. Hallöchen, Leute! Und herzlich willkommen zu unserem Mairo Galgasi Marathon und wir suchen das Spiel jetzt durch. Das wird wahrscheinlich der letzte Part. Oder? Nein, das wird der letzte Part. Wir ziehen das jetzt durch. So, und ihr werdet jetzt lachen, was der geheime Stern ist. Ihr werdet einfach lachen. Das allerdings, ich kann euch warnen, also... Wobei, eigentlich werdet ihr euch... Ihr werdet euch genau die gleiche Reaktion haben wie wir. Ihr werdet euch die gleiche genau... Ja. Achtung, ich Moment, halt mein Maul. Ein kleines Preview der Reaktion. Ja. Definitiv. Also, ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall ein recht langer Weg dorthin. Sprich, bringt ein bisschen Zeit mit, okay? Ja. Das hat verdient. Ja, das ist einfach... Ja, das ist der Ernst. Und jetzt bomben wir ein bisschen Zeug weg. Beim Hausmeister! Hausmeister! Müllmeister! So. Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du hier sauber. Ich bin dabei! Für die Goldmedaille tue ich doch alles. Oh, 30 Sekunden nur Zeit. Hier noch. Okay, die haben größeren Explosionsradius, als ich dachte. Das ist sogar gut schaffbar. Eine in die Mitte. Zwar jetzt wahrscheinlich nicht, aber es ist schaffbar. Doch, locker. Ein noch in die Mitte. Ist das hier? Da noch und dann unten noch. Ja, das reicht. Easy. Toll. Die alle hochgehen? Ne, tun sie eben nicht. Die gehen halt nicht hoch, das ist halt die Sache bei Bauwurfs. Machen wir. So, also es ist echt schaffbar. Ja. Also im Wiki stand eigentlich, dass es schwerer als beim ersten Mal war. Lol. Also ich. Bei einer Kampffelsen-Galaxie gab es ja nochmal sowas. Ja, generell, die Galaxie ist irgendwie fast eine Art einfach schwere Version von der Kampffelsen-Galaxie. Oder? Da musst du ganz nach hinten einen. Ja, komm. Nee, der ganze hinten ist immer noch nicht betroffen. Sicher? Egal. Sag ich ja. Okay. Ja. Und jetzt noch hier. Es wird nichts mehr. Oh nein, der hinten kriegst du auch nicht. Ja, du musst die Dinger halt schon richtig hinwerfen. Ja, ich habe ein paar verkackt. So, das müssen wir effektiver machen. Egal, aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Wir ziehen das jetzt durch, Leute. Der letzte normale Stern. Du musst einen für die drei, einen für die drei. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wirf mal hier vorne eigentlich und dann da hinten. So. Ja, die liegt gut. Hier. So. Wunderbar. Hier vorne. Machen wir die hintere zuerst. Oder ja. So. Der liegt super. Für die vorne. Da war's da hier. Und ist noch hier da. Das reicht, glaube ich, für alle. Hoffen wir es. Wenn das jetzt den nicht trifft, ey. Wow, schönes Ding. Nice. Auf den sauber. Punkt. Jetzt ist schön sauber, im wahrsten Sinne des Wortes. Her, nimm das Ding. Wow. Damn, was für ein Stern, ey. Und der hat einen Magnet. Guck dir mal an, was für ein tiefster Hausmeister das ist. Ich wusste ja gar nicht, dass Sterne magnetisch sind. Also können sie ja nicht aus Gold sein. Weil Gold hat keine ferromagnetischen Eigenschaften. Im Ernst. Ja. Also, die Lumas enthalten Eisen. Da Lumas ja Powersterne sind, oder welche werden können, müssen die ja Eisen enthalten, oder? Jetzt mal rein theoretisch. Gut, dann machen wir uns an die Prüf. Du bist einfach nur so hoch. Vorhin. Ohne Fails wäre es langweilig. Pfui! Swag! Zum Fick springst du wieder hin. By the way, ich hin wollte. Geh mal zurück, dreh dich mal um. Im Moment, guckt euch mal das hier an.
Du musst nochmal rechts, geh nochmal rechts. Ich will dir was zeigen. Illuminati. Wofür zur Hölle führt der hier hin? Oh, ich glaube, wenn wir den antippen und da oben hingehen, dann haben wir einen direkten Ding von hier nach da oben. Zum Maschinenraum. Aus Prinzip aktivieren wir den mal. Gucken wir mal. Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier drauf stellen. Irgendwie, so, das Spiel, bis wir es jetzt kapiert haben. So, und wenn wir uns jetzt am Dingens, da beim Maschinenraum, da ist ja irgendwo auch in der Nähe noch so ein Porter. Harry Teleporter, ne? Hm. Hashtag Bloody Trapland. Casolix. Ne, bin ich ja keine. Doch. Da. Ah. Und jetzt leuchtet der auch, hier. Ah. Tada! So. Ich meine, es gehört jetzt 100% irgendwie dazu, deshalb wollte ich das jetzt machen. Illuminati. Bam. Und hier geht's glaube ich zurück. So. Wir machen nicht grün. Grün ist doof. Ich glaube, gelb ist Ball. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Ja. Challenge ja. Ball. Aha. Wow. Damn, Master of Prediction. Und blau ist dann natürlich Surfen. Und grüner Sternregen. Und grünes Apple Software Update. Ernsthaft. Srissli. 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 Purzelsternball. Wohin du willst? Wohin willst du? Oh. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, shit. Ich bezweifle, dass das der letzte Part wird. Oh. Na, notfalls, wir ziehen das heute durch, egal was kommt. Meine Fresse. Boah, shit. Ganz ruhig. Ah, dafür kriegen wir immer so verloren. Hä? Ah. Hä? Mit genügend Schwung vielleicht. Ach, so, so, so. Dagegen springen mit Schwung, okay. Ja. Gibt's hier Checkpoints wahrscheinlich nicht. Jeden Flipper! Flippertisch! Ha. So, jetzt wieder ganz ruhig. Kann man hier in die Mitte? Okay, das ist. Wow. Oh shit. Nein. Oh, so close. Das ist aber gar nicht so schwer. Ja. Statt auch trotzdem am Anfang hier. Komm. Ja, natürlich. Aber ich meine, es hat ja auch einen One-Up mehr. Komm hier. Ha! Shortcut. Guck mal, wie einfach das eigentlich ist. Bam. One-Up. Ich muss einfach nur die Rambo-Power der Kugel benutzen. Bam. Einfach nur BAM! Ui! Ich find's aber immer noch schön, wie die Musik sich einfach vom Tempo her anpasst. Und jetzt los! Volle Power! Okay. Gegner willst du meiden? Es war zu früh. Das war jetzt. Aber ich glaube, wenn du genügend Schwung hast, kannst du direkt von dem Zander aufs linke drauf. Das klappt, glaube ich, ja. Probier mal's. Wie gesagt, also. Locker easy. Okay. Rambo Power aktiviert. Bam. Hallo?
Also du solltest, wenn du sowas machst, schon das One-Up holen. Ich hab genug Leben. Da habe ich mein Bunny Hop nicht gepackt. Schade. Aber das. Ja. Das wird noch. Ja, auf jeden Fall sieht es schon ziemlich angenehm aus. Ja, aber also ihr wisst, das Ganze hier ist schön Motion Control mäßig, also deshalb ist es ja so schwer. Doch, was machst denn du? Ganz ruhig! Ich wollte da einfach drüber springen, das hätte geklappt. Ne, wir rushen da jetzt. Und jetzt mal so, je weniger Zeit wir brauchen, desto weniger Zeit haben wir zum Failen. Aber desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Trotzdem, an je weniger Stellen wir uns im Level aufhalten, desto weniger Stellen haben wir, an denen wir failen können. Wie gesagt, ich würde sagen, wir sollten schon gucken, dass wir so schnell wie möglich, aber trotzdem recht sicher durchkommen. Wenn ich sage, ist die mit Bewegungssteuerung sicher spielen, ist nicht. So, aber gut, an der Stelle kann man schon mal. Es ist halt verdammt schwer, die Kugel ruhig zu halten. Na, das könnte klappen, aber machen wir es mal nicht. Kacke. Es könnte aber klappen, also. Ich meine, so schwer ist es jetzt hier nicht. Ich hätte es mir schwerer vorgestellt. So. Und bam! Bam. Übrigens, aus was für Material muss die Kugel sein, in der der Stern drin ist? Wenn hier sogar diese Eisenblöcke. Ja, die sehen halt echt aus wie Eisenblöcke. Es sind auch Eisenblöcke, zerstört. Der arme Goomba, der jedes Mal verreckt, weil er direkt im Weg rumgammelt. Ich kann nichts dafür, dass der das im Weg rumgammelt. Muss er sich bei Bowser beschweren? Der hat ihn ja wahrscheinlich postiert. So, ich hab die Bomben. Yo. Oha. Nice! Ist es nice! Geil! Also das ist echt. Das Level gefällt mir. Yo. Und hier, war das gerade Deutschland-Flagge? Lol. Das ist bestimmt wieder eine PAL-Version so. So. Nein, die müssen wir hier definitiv nicht. Lol. Du Lauch! Ich hab mich nach vorne bewegt! Es ist, wie gesagt, es ist so schwierig, das Ding gerade zu halten. Warum springst du überhaupt nach rechts? Bist du lebensmüde? Da musst du nicht hin. Doch, ich wollte wieder auf das Ding drauf. Ja, aber da musst du erst links drauf. Ich bin nach links gesprungen. Wie gesagt, ich habe nach links gelenkt. Aber ich hing da vorne an der Kante fest. Deshalb habe ich ihn nach rechts bewegt. Ganz einfach. Wie gesagt, es ist ja, aber wir sind da bist du jetzt ziemlich gut hingekommen. Es ist halt verdammt schwer, den Stick gerade zu halten. Wir gainen beide Wayward. Wie gesagt, ich kann ja mal probieren gezielt. Es geht einfach nicht. Ich bewege mich trotzdem, auch wenn ich das praktisch gefühlt gerade nach oben halt. Weil ich könnte jetzt ja so Skyward Sword Moves machen hier. Aber das. Da habe ich gar keine Kontrolle. So. Ja, aber das Level ist echt gut. Das ist echt gut designt, also. GG, an wen auch immer das designt hat bei Nintendo. Der Typ, der die ganzen Knochenbrocken eingefügt hat, ist übrigens nicht so toll. Wobei, es kann natürlich trotzdem dieselbe Person gewesen sein. Ich meine, hey, das 2 und Cobblestone wurden auch von derselben Person gebaut. Jetzt kommt erstmal. Ja. Kante. Rollte der runter. Wie gesagt, es ist so schwierig.
Die Steuerung einfach nur. Das Level selber ist verdammt gut gemacht, aber die Steuerung. Was ist denn hier? Und bam. Das wird heute noch. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja. Vor allem, wenn ich den Part hier abspeed, wie die Musik dann hier abgeht bei der einen Passage hier. Das würde mich interessieren. So. Wir schaffen das. Yo, wir schaffen das. Es ist schön an den Level, es ist schön kurz. Aber wie gesagt, also vor der Blasenentzündungsgalaxie 2.0 habe ich echt Respekt. Und ich denke mal, der ist auch berechtigt. Ernsthaft? Golden One. Die Löcher sind echt GG. Die Löcher sind echt gut platziert. Trotzdem, also ich mag das Level, das habe ich jetzt wahrscheinlich schon mehrfach gesagt. Und ihr werdet es wahrscheinlich sowieso alles hier 100%, 150% hören, aber hey. Bam. Ich werde das jetzt durchziehen, ich sag's euch. Bam. Kennt ihr den Moment, wenn der eine Goomba da im Weg rumsteht und ich ihn einfach just vor den Lungs jedes Mal mitnehme? Ich meine, das genau. Alter, wir haben mit 18 Leben angefangen, ne? Und haben jetzt 24. Ich glaube, du könntest da jedes Mal auch etwas so drüber springen. Hauptsache, du springst da rein. Das ist genauso wie in Speedruns. Wenn du dort irgendwo einen Autoscroller hast, dann ist es doch praktisch immer so, dass die Speedrunner versuchen, sich während dem Autoscroller mit irgendwas zu beschäftigen und dann die ganze Zeit irgendwelche Mist bauen und irgendwelche Glitches durchführen. Autoscroller? Autoscroller Level, also Autoscrolling Level hier. Hä? Wird sich dein Bildschirm automatisch bewegt? Sowas. So. Die Galaxie ist aber echt eine Challenge, also. Ho ho ho. Aber ich meine, du verlierst ja keine Leben dabei. Ja, vor allem weil ich das One-Up hier halt immer bekomme. Und eben auch wir pro 2 mindestens ein One-Up über Sternteile bekommen. Ja. Versuch da mal direkt zu jumpen immer. Das ist so eine Abkürzung. Das kommt sicherer. Dann kommst du schneller rüber. Vor allem wenn ich den Damage Boost hier gerade nehme. Oh, ich habe mich gerade gedamage boostet, wie schrecklich. Nee, also als erstes halt, ich habe nichts gegen Damage Boosting. Das war nur ein schlechter Gag. Huhuhu, geht doch. Achtung, jetzt kommt die tolle Passage. Doink. Hui. Soll ich das mal angucken? Guck, du musst es da links nehmen, wenn es hochgeht. Ja. Chill. So, jetzt links drauf. Nicht nach vorne. Jetzt nach vorne. Ja! There we go! Und jetzt runter. Totally worth it. Jetzt weiß ich, wie sich Dark Souls Spieler fühlen. Aber die kriegen währenddessen keine Leben. Nö. Die kriegen nur eine rote Textmessage namens "Ihr seid gestorben". Die armen Dark Souls Spieler. Die können etwas leid tun. Steht eine 2, Leute. Eine 2. Eine verdammte 2! Sag mal, heute ist echt ein Tag, an dem viele Leute einfach random am Fenster rumstehen. Das ist echt schlimm. Das ist jetzt in jeder Folge so. Ja, jede zweite Folge steht irgendwer random am Fenster und will irgendwas. Oder auch nicht. Ah, da laufen wir hin.
Heute ist der Tag der Leute, die am Fenster stehen und Grimassen schneiden. Absolut. Ich meine ja, um normale Störungen zu vermeiden, habe ich ja schon ein schönes Schildchen an meiner Tür. Nicht wenn es denn da hängt. Fenster. Jetzt wird erstmal gesurft, Leute. Surfen. No, what? Ja, Channel Surfen. Woher wusste ich das? Es ist blau. Ja, aber es war eins von den drei Testdingern. Also die Blasenzündung kommt danach noch. Ich würde sagen, das machen wir jetzt alles in ein paar. Wie man ein Surfer wird. Ganz einfach. Nenn dich VM03. Funktioniert, oder? Ach, komm schon. Nö. Oh. Sieht spaßig aus. Jetzt mal ernsthaft. Das Surfen war, glaube ich, noch echt witzig. Da war ich so kacke früher. Früher war alles schlechter. Alter. Du bist! Willst du Rochen reiten? Dieser Kurs ist aber ziemlich schwierig. Willst du es trotzdem versuchen? Ich mach's! In Ordnung, aber du hast maximal 3 Minuten. Der Trick ist, die Ruhe zu bewahren und nicht den Kopf zu verlieren. So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, so horizontal. Und genau hier. Mit A gebe ich Gas. Schön tief halten. Hohoho. Okay. Und schon verkackt. Muss ich die beste Zeit hier knacken, weil es hieß ja 3 Minuten. Ja, du musst 3 Minuten knacken. Das ist aber 1,30. Das da unten steht, das beste Zeit. Ja, die musst du nicht knacken. Sicher? Aber bei einem Kurs muss ich es ja auch knacken. Muss es wirklich so schnell sein? Denk mal schon. Ja. Aber du machst so viele One-Ups, das passt. Du brauchst halt einfach nur Zeit. Du gibst Gas in die Fampe, die du nach vorne tust. Nö. Die A drücken. Okay. Hör vielleicht hier den A-Knopf. Kacke. Egal. Tschüss. Ja gut. Könnte was werden. Es wird anstrengend. Für meinen Arm. Ich am Anfang kann man eigentlich richtig schön Speed nehmen. So. Deshalb kommt es die Kurven hier nicht zu hart nehmen. So. Nicht zu hart nehmen. Und auch nicht zu schwach, wie an anderer Stelle. Ja. Ich würde eigentlich nicht zu schwach nehmen sagen, weil da hinten so. Nein, hier gibt's kein so Feature wie Mario Kart, dass du während die 2 gerade ausfadet hier beschleunigen musst. Ja, das ist. Okay, das One-Up, da hätte man eigentlich holen können. Ist doch wurscht, mach dir keinen Kopf vor. Gibt's ja. Hallo? Komm. Das ist echt nicht so einfach, das ist ganz schön schwierig. Die Steuerung hier ist halt noch ungenauer als du drehst deine Hand doch so, das ist ziemlich ungenau. Du brauchst ungefähr auf einer Ebene, sodass du genau weißt, dass du einschätzen kannst, wie viel es bringt. Das ist halt, wenn du erstmal in der Drehung drin bist, dann. Ja. Du musst dich halt so stark verdrehen, weil. Je nachdem, wie scharf die Kurve halt ist. Also die Steuerung ist schon genau, sagen wir es mal so. Aber sie ist sehr unzuverlässig, weil. Zuverlässig vor allem, genau. So. Weil. Die ganzen Wellen hier. Und wenn man praktisch zu langsam ist, dann verliert man auch die Kontrolle.
Oh, was ist. Ho! Und einmal wie schmal das Ding hier ist. So. Okay. Warte mal, ist es physikalisch überhaupt möglich, was hier gerade abgeht? Anscheinend ja nicht. Hilfe. Hilfe. Oh, das ist jetzt einfach nur ein Matter of Time. Leben haben wir genügend. Mittlerweile über 30. Ja, man wird ja auch wirklich mit Leben zugeschissen, regelrecht. Aber das muss auch so sein. Da guckt er das an! So. Guckt euch das einfach an! Ja, aber. Du verkackst einmal, du bekommst mindestens 4 Leben. Schon. So, immer schön hier tief halten, weil sonst rastet der Rochen auch. Ja, jetzt haben wir ein Problem. So. Nee, alles unter Kontrolle. Wunderschön. So. Das ist fast gerade, würde ich behaupten. Schön, wunderschön. So, jetzt eine starke Rechtskurve. Vorsichtig. Nice, Ende. Das und sogar unter der Bestzeit mit 1,8. Wow. 3 Minuten Zeitlimit ist ja gar nichts. Aber echt, also das war... Entweder das war Schreibfehler mit 3 Minuten Zeitlimit oder... Oder weißt du, für diejenigen, die halt echt frustriert sind und das demnach richtig langsam machen. Ja, aber ich glaube, da würdest du wahrscheinlich sogar aus dem Looping rausfallen. Nee, denke ich nicht. Keine Ahnung. Keiner weiß, wie die Physik in dem Spiel hier funktioniert. Ich glaube nicht mal die Ersteller selbst. Doch, die müssen es ja wissen. 1 Hype! Hype! So. Hype, Hype. Gibt's dann Quick Hype? Hype! So, jetzt kommt die Blasenentzündung 2.0. Leute, wir können das schaffen. Können wir das schaffen? Ja. Aber wir haben mittlerweile über 5000 Sternteile, nice. Gut, das. Ja gut, wo keine Gourmet-Lumas sind, die einen wegfuttern? Okay, finaler Stern, die Blasenentzündung 2.0. So nennen wir das Ganze hier einfach. Ja. Schöpfungsblase. Blasenentzündung 2.0 heißt der Mist hier. Und es sah ziemlich aus. Aber ich meine, wie die anderen beiden Challenge-Galaxien hat sich das Ganze als eher zeitaufwendig als schwierig entpuppt. Man muss einfach praktisch nur die Steuerung perfektionieren. Ja, jetzt haben wir 36 Leben, die wir hier verkacken können. By the way, ich kann dir hier helfen, weil ich kann diese Elektroteilchen, die sich bewegen, aufhalten. Sicher? Ganz sicher. So. Habe ich ausprobiert. Oh, shit. Was zur Hölle? Wie lange hält denn das, bitteschön? Aber es fängt schon mal gut an, würde ich behaupten. Ja. Es kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Notfalls heile ich den Part auch. Aber ich werd jetzt nicht die Aufnahme splitten. Wobei, sollte ich eigentlich aufgrund von Asynchronität.